Nun waren das ja viele Schritte bis heute. Sie sagen sehr 28 viele. Jahren. Was waren denn die entscheidenden Schritte? Also die entscheidenden Schritte sind gewesen, vielleicht kann man das nicht mal als Schritt bezeichnen, eine ständige Angst gewesen. Und zwar die Angst vor zwei Dingen, vor dem väterlichen Staat und vor mütterlichen Kirche. Was sagen die mit einem Sohn, der weder dort reinpasst und da reinpasst? Sie saßen zwischen allen Stühlen. Und das zwischen den Stühlen. Aber aus einer Liebe heraus, nicht aus einer Boshaftigkeit. Also nicht 68er, alle stürzen und neu, sondern einfach aus einer Liebe zur Sache. Und ich habe den Spruch damals von dem Pater Kendi, den ich das erste Mal gehört, als Liebe zur Kirche. Und das hat mich bewegt. Genau das war der Anlass. Und auch niemandem weh zu tun. Denn wenn Sie jemanden kritisieren, dass er irgendwas nicht richtig macht, kann man das natürlich auch zerstörend machen. Aber helfende Kritik ist immer auch heilsam. Und dann habe ich gesagt, wir müssen es vorleben, ihnen zeigen, dass es schöner geht. Und da haben die Leute mitgemacht. Das war eine sehr wichtige Sache. Und dann war die Sache, die mich sehr in mein Leben geprägt hat, die vielen Jahre der Beobachtung durch die Stadtsicherheit. Ich habe eine sehr große Akte. Und ich bin den Brüdern und Schwestern heute sehr dankbar. Denn bei den Aufzeichnungsmemoiren haben sie mir gute Zuarbeit geleistet. Sie brauchten kein Tagebuch zu schreiben. Obwohl ihre Berichte kein fünftes Evangelium sind. Also das muss man nüchtern sagen. Aber Sie konnten die einsehen und sind schon erschrocken gewesen, was die alles wussten und sahen. Ja, aber ich habe auch auf der anderen Seite gestaunt. Es war nichts Boshaftes dabei. Also menschlich haben die das hoch eingeschätzt. Aber ideologisch, weiß nicht, auf ihrer Seite, ich war an der falschen Partei. Das haben sie dann sehr unter Druck gesetzt. Ich war dann aktiver Wehrdienstverweiger. Das hat natürlich Folgen gehabt und dadurch auch die Angst. Was wird daraus werden? Was ist denn dann geworden? Was passierte, wenn man aktiver Wehrdienstverweiger war? Also man musste da vor ein Gremium. Und die prüften dann, so ähnlich wie Gewissensprüfung, und wollten feststellen, ob das echt ist oder nicht echt. Meistens stellten sie fest, dass es nicht echt war. Und ich habe dann aus meinem Leben erzählt, wie meine Familie umgekommen ist in Ostpreußen. Ich stamme von Ostpreußen. Und meine Mutter bis nach Tschegabinsk in Vordersibirien verschleppt wurde ohne Grund. Und das hat die dermaßen beeindruckt. Und dann hat er zu mir ganz ruhig gesagt, gut, dann lassen wir das ruhen, aber greifen Sie die Rote Armee bitte nicht öffentlich an. Mhm. Das kann ich verstehen, aber Sie müssen es auch hören. Mhm. Und das sind seltsame Dinge, mein Leben, da liegt Leid und Freude so nah nebeneinander. Ich glaube, das sind Schwestern. Das heißt, wir waren jetzt bei den Schritten. Die meisten Schritte waren ursprünglich aus der Angst erfolgt, aber haben sich dann letztendlich zu etwas Gutem gewendet. Genauso ist es. Und zwar schon in der DDR-Zeit. Also ich durfte also reisen. Nun hatte ich auch, dann nach dem Theologiestudium war ich dann für die Ökumene mit zuständig. Und dann durfte ich immer schon ins kapitalistische Ausland, wie das so schön hieß. Und ich glaube, die haben manchmal gehofft, ich komme nicht wieder. Aber ich war treu und kam immer wieder. Das ist auch ein Prinzip meines Lebens, einer Sache treu zu bleiben. Ob die nun bergauf oder bergab geht, treu zu bleiben. Denn die Tiefe einer Erfahrung lernt man ja immer, wenn man treu bleibt. Und ich persönlich glaube, die höchste Gabe des Heiligen Geistes ist die Treue. Haben Sie denn, bevor wir das gleich mal was näher anschauen, die Gaben des Heiligen Geistes und was Sie überhaupt als Geschenk empfunden haben, noch mal kurz zu den Schritten, haben Sie denn von Anfang an mit Brüdern zusammengelebt oder haben Sie erst mal ganz alleine losgelegt? Ich habe erst allein gelebt und habe das aber schon gespürt, was da fehlt. Ich sag mal, was der Kirche fehlt. Und war sehr begeistert als junger Mensch vom Heiligen Franziskus. Also die Steine gesammelt und Kirche gebaut. Die Phase hat mir gut gefallen. Und das ist auch so passiert. Es ist uns gelungen, Leute in den Dörfern, ganz verschiedenen Dörfern zu motivieren, dass sie mitmachen. Der Pfarrer sagt, ich habe geredet und geredet, es kam keiner. Und ich bleibe dabei, mein Grundsatz, der beste Missionar ist die Neugierde, auf die wir immer so schimpfen. Aber wenn es uns nicht gelingt, Menschen neugierig für eine Sache zu machen, kommen sie nicht. Wie ist Ihnen das denn gelungen? Was war an Ihnen so anders? Ja, indem wir am Abend nach unserer Arbeit in eine Gastwirtschaft gegangen sind, haben wir den Männern ein Bier getrunken. Und dann sagt, was macht ihr denn eigentlich? Wir wollen eure Kirche machen. Ach, hat doch keinen Zweck, hört doch auf. Ich sage, wenn alle so denken, wird es nichts. Aber wollt ihr dann so einen Schandfleck in eurem Dorf haben? Woanders kriegt man keine Gelder her. Naja, und dann kam mal einer vorsichtig an die Tür und sagt, darf man hier mit reinkommen? Na, herzlich gern.
Na, und dann hat er erzählt, wie schlecht der Pfarrer zu ihm war, die schlechten Erfahrungen mit der Kirche. Es muss ja gerechtfertigt werden, warum man nicht mehr hingeht. Mhm. Und da sagten alles Menschen. Und das war eine sehr, sehr segensreiche Zeit. Mhm. Da haben Sie dann also langsam ausgestrahlt sozusagen.